Hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass ihr euch mein Video erneut anschaut. Ich bin hier wieder auf Tour und zwar seht ihr mich diesmal vor dem Jagdschloss in Springe. Das ist ein ganz besonderer Ort, dem ich euch jetzt mal in diesem Video ein bisschen näher bringen möchte. Bei diesem Jagdschloss handelt es sich um ein Forstamt, Jägerlehrhof und gleichzeitiges Museum. Seine königliche Hoheit Ernst August von Hannover ließ dieses Jagdschloss bis zum Jahre 1842 errichten. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg diente das Schloss als Kinderheim. In der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg diente das Jagdschloss dann zur Unterbringung der Jagdgäste des Reichsjägermeisters Hermann Göring. Ja, und nach dem Krieg bis anschließend 1961 wurde das Jagdschloss dann als Krankenhaus genutzt. Ich möchte euch dann jetzt wieder ein kleines Video zeigen, das ich hier am Jagdschloss aufgenommen habe. Ich bin ein bisschen mit der Drohne geflogen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Aufnahmen und wir sehen uns dann wie immer zum Schluss noch einmal. Thank you.
Ja, das war dann also mein kleines Video hier vom Jagdschloss in Springe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst mir einen kleinen Kommentar da. Freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt alle gesund, habt viel Spaß und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.